Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Story Battle. Dieses Mal gegen Rasseria und unsere Teams. Und der ist ihr Team, besteht aus einem Gewaltrohr, einem Maxax, einem Gardevoir, einem Milotic, einem Schwalbos und einem Dedenne. Während natürlich auf meiner Seite wieder mal die üblichen Verdächtigen Kapilz, Ninjas, Gardevoir, Sumpex, Libeldra und Latias auftauchen. Gut, dann schauen wir mal rein und schauen, was da so abging. Rasseria will kämpfen. Und ich schicke Kapilz in den Kampf, weil ich mir dachte, ja, wenn sie Schwalbus nicht gerade vorne hat, dann geht das. Aber sie hat Dedenne vorne und deswegen habe ich mir aber gedacht, oh scheiße, es knuddelt mich zu Tode. Das ist sehr effektiv und der Angriff sinkt. Na super. Und dann werden meine Stachelsporen noch abgewehrt und da habe ich mir gedacht, nee, ich kann vielleicht den Tempohieb doch nochmal gebrauchen. Na, dann soll Bollwerk den nächsten Knuddler abfangen. Ja, das geht. Geht es. Sie wechselt nicht aus, obwohl ihr ein Boden-Pokémon gegenübersteht. Das, naja. Der Dene Wangenrubbler, ja, da hatte auch gemeint. Ich habe gedacht, sie wechselt aus. Deswegen kommt ja auch der Steinhagel. Und jetzt wechselt sie auch aus. Und jetzt bin ich, jetzt, ich weiß gerade nicht. Hexorus, ah, da kommt ihr Maxax raus. Und da habe ich gedacht, ja, sie wechselt jetzt. Sie denkt jetzt, ich gehe auf die Bodenattacke. Dem war aber nicht der Fall. Und hier kommen die Überreste, was ich ja selber nicht so toll finde in diesem Bereich, weil wir wissen ja alle, dass Überreste zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht zur Verfügung stehen. Und da kommt sie mit einer Gewissheit. Bis jetzt noch keins gefallen und dabei befinden wir uns schon im sechsten Zug. Da wird gewechselt bis zum geht nicht mehr. Und da wechselt sie auch wieder aus. Und bringt der Dene wieder rein. Aber da kommt die Mondgewalt, die richtig kräftig reinhaut und selbst das kleine Dedenne mit seinem Fee-Typ auf die Matte schickt. Liegt auch daran, dass Fee gegen Fee neutral ist. Und hier natürlich Milotic als Wasser-Pokémon. Ah, Surfer, das sollte nicht so viel Schaden machen, außer es ist natürlich wieder mal sehr effektiv und da war ich leider. Ja, das war dann sehr knapp. Und da kommt ein Taucher. Nun, ja, Taucher eben. Da kann ich dann noch ganz einfach zurückziehen und Bollwerk in den Kampf schicken, auch wenn ich weiß, dass Bollwerk davon neutral getroffen wird. Aber es macht nicht viel Schaden, weil es eben Wasser ist. Und sie ist trotzdem schneller. Naja, zwei Hits. Und wie gesagt, da habe ich nochmal auf den Switch prediktet. Aber das hat Milotic nicht geholfen. Und der Steinhagel hat es doch noch fertig gemacht. Jetzt kommt Beauty. Es klingt sehr nach einem... ja, nach einem Gardevoir. Und die Mondgewalt ist natürlich für meinen... Ah, ich habe ganz vergessen, das auf Sumpex zu machen. Mega Sumpex zu machen. Also hier nochmal kurz. Und weg. Da kommt er, Strike. Mit seiner Kreuzschere. Und wehrt die Hypnose ab. Man kann es einfach nicht einschläfern. Es guckt in viel zu viele Richtungen gleichzeitig. Ja, da war, lief die Gefahr, dass es... dass es das Ende ist. Und dadurch habe ich nochmal die Kreuzschere auf die Kreuzschere gesetzt, die selbst Maxax ziemlich hart zusetzt. Und mir natürlich immer noch einen weiteren Temposchub gewährt. Ich gehe natürlich, ich gehe weiter auf die Kreuzschere in der Hoffnung, ihn damit erledigen zu können. Also Maxax. Das Felsgrab setzt mir leider schon sehr zu. Ja, das ist dann das Ende für mein
Ninjas gewesen. Das ist natürlich schade, weil ich hätte es wahrscheinlich noch gegen Gewaldro gebraucht. Aber wozu haben wir Karpilz und ein Tempo-Heat-Techniker, der Maxax dann auf die Bretter schicken kann. So, ist schon wieder ziemlich ausgeglichen. Jetzt kommt eben der Vogel und ich wollte da nicht wirklich drin bleiben. Wusste nur, Latias ist in der Lage, hier was auszuhalten. Besonders auch die Tatsache entgegennehmend, dass ich eine Genesung darauf habe. Na, ein Sturzflug dürfte schon, ja, der macht schon ordentlich mehr weh. Aber die Psychokinese macht hier mit einem Volltreffer zu meinen Gunsten natürlich das Schwalbers zunichte. Und da kommt natürlich wieder die Fee. Ich bleibe auf der Psychokinese, weil ich weiß, egal was ich jetzt einwechsle, es wird nicht wirklich gut sein. Und ich hatte natürlich auch gehofft, dass er auf diesen Switch baut. Was natürlich nicht der Fall war. Und somit meinem Latias ein jähes Ende bereitet. Hier haben wir jetzt das Duell. Ja, hier war ich eigentlich im Sicheren, dass ich dachte, der Donnerblitz killt. Ich hätte auf die Mondgewalt gehen sollen, weil ich ja fast sicher war, dass ich schneller bin mit dem scheuen Wesen. Aber wie man gesehen hat, hat der Donnerblitz nicht gereicht. Naja, da muss dann Karpilz nochmal ran und mit dem Tempo-Heat die Sache klären. Ja, der Tempo-Heat, der hat jetzt schon zwei Pokémon in diesem Kampf vernichtet. Und deswegen, naja, ich bin auf Karpilz drin geblieben, da mir ein Switch eigentlich als sinnfrei erschien. Ich habe natürlich noch versucht, mit dem Tempo-Heap einen Flinch zu bekommen. Aber, naja, die Chance ist zu gering. Und ein Doppelhieb ist einfach auch genug für ein geschwächtes Karpilz. Jetzt wird's spannend. Drache gegen Drache. Und hier kommt der Doppelhieb und verfehlt. Unglücklich für sie. Das hätte ihr Sieg sein können. Und, naja, dieser eine Verfehler hat dann, dank der Drachenklaue, die ich habe, den Sieg für mich eingefahren. Ich denke nämlich, ein Doppelhieb hätte unseren armen Grendelson einfach auf die Matte geschickt. Ist nicht unbedingt das tankigste, Mann. Solche Kämpfe sind doch immer das Interessanteste von allem, wo es bis zum Schluss eigentlich noch interessant wird. Am Anfang sah es sehr gut für mich aus, weil ich einfach auch sie oft zum Switch zwingen musste. Auch Pokémon-mäßig den Vorteil hatte. Und dann hat sie aufgeholt. Und ja, das zog sich jetzt bis zum Ende. Das war dann natürlich zu ihren Gunsten. Dann, aber dieser eine Mist ganz am Ende hat das Ganze dann doch wieder entschieden. Naja. So ist Pokémon eben. Die Chance zu verfehlen, die Chance zu kritisch zu treffen, was sie oft genug hatte hier, sind alles Dinge, die man einfach nicht mit einberechnen kann. Trotzdem vielen Dank an euch und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiedersehen.